Das hier ist wohl eine der krassesten Methoden, um sich in Minecraft fortzubewegen. Mit dieser Konstruktion hier könnt ihr euch unter Wasser mit ungefähr 150 Blöcken pro Sekunde fortbewegen. Ich habe das Ganze mal vor einigen Jahren in Crafteric 8 gebaut, um alle Grundstücke miteinander zu verbinden und es hat unglaublich gut funktioniert. Und das Ganze geht, weil ihr sehr viele Effekte aufeinander stackt. Zum einen braucht ihr eure Boots mit Depthstrider und Soulspeed, denn mit Depthstrider könnt ihr euch unter Wasser schneller fortbewegen und mit Soulspeed könnt ihr auf Soul Soil oder Soul Sand schneller laufen. Wenn jetzt also Wasser auf Soul Soil macht, dann könnt ihr euch dort schon unglaublich schnell fortbewegen. Wirklich krass das Ganze aber erst mit diesen beiden Effekten hier. Denn mit Dolphin's Grace und dem Speed-Effekt kommt ihr nochmal auf ein ganz anderes Level. Dolphin's Grace bekommt ihr einfach von dem Delfin, die wir hier nicht so ganz artgerecht einsperren müssen. Und den Speed-Effekt bekommt ihr einfach von dem Beacon. Und jetzt begebt ihr euch einfach in die Schwimmposition, haltet die Sprint-Taste gedrückt und ballert einfach mit 150 Blöcken die Sekunde diese Röhre entlang und reißt so unglaublich schnell und springt am Ende auch noch sehr, sehr, sehr weit nach draußen. Also wenn das nächste Mal eine lange Strecke traveln muss, dann baut doch einfach das Ding hier.